Denk nur mal an die Kinder. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Tada! Mit diesem immer noch, wie ich finde, unglaublich beeindruckendem Intro, melden wir uns dann auch mal zurück bei Alles für die Kids mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Hier, noch einmal halte ich es in die Kamera, denn wir werden nicht mehr so viele Gelegenheiten bekommen, es triumphierend irgendwo reinzuhalten, weil es wird vorbei sein nach diesem Monat, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Wir haben jetzt noch die letzten Prüfungen, die letzten Kartensammelaktionen vor uns, aber 5 Folgen dafür Zeit. Und das ist recht viel. Und ich habe auch fest damit gerechnet, dass South Park diesen Monat mal weitergeht und Harry Potter bald ad acta, also ad Let's Player gelegt wird und wir mal was anderes machen können. Aber ich habe große Vorfreude. Das machen wir jetzt hier übrigens auch. Wir gehen mal direkt mal ins Spiel, würde ich sagen. Ich meine, warum jetzt hier nur so ein bisschen rumlabern? Was soll ich euch erzählen? Ja, wieder kein Gel drin. Hm, wie fies. Licht ist toll. Hier, ich komme direkt von der Arbeit übrigens. Hier, guck mal. Zack. Tolle Medienproduktionsfirma. Eigentlich muss ich dieses T-Shirt nicht tragen, aber ich tue es trotzdem. Wisst ihr ja Bescheid. Alle Mann rein ins Spiel. So. Streckenflug für seinen Schnabel müssen wir noch machen. Beginnen mit dem Monsterbuch der Monster haben wir. Cabaret Tractum Aufgaben haben wir ebenfalls. Warum muss ich da jetzt eigentlich 10 Schilde sammeln? Die sind doch hier eh nicht vermerkt. Sehr bescheuert. Okay, Streckenflug für Seidenschnabel und die Porträtpasswörter. Die fehlen uns noch. Und noch eine Menge Sammelkarten. Aber das macht nichts. Zurück zum Spiel. Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Los geht's. Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie das immer im Terminus wechselt. Mal spricht McGonagall nur mit Potter. Aber alle drei werden durchfallen, wenn Harry nicht seine Karten sammelt. Das ist eine sehr faire Schule. So, und hier ist auch übrigens echt Ende Gelände. Da kann man nicht dran vorbeilaufen. Die blockieren. Die übernehmen. So, die Sache ist folgendes. Wir haben natürlich echt noch gut was zu tun. Ich habe auch schon gar keinen Plan mehr, welche Aufgaben ich am Anfang mal gelöst habe und welche nicht. Die zum Beispiel haben wir auf jeden Fall gelöst, das weiß ich. Und wir werden auch nach da oben gesprungen sein, das weiß ich auch. Aber ein paar andere Rätsel haben wir wahrscheinlich noch nicht gemacht. Ja, wo auch immer das hier hinführen mag. Könntest du mal mitnehmen. Ja, großartig, Potter. Das war... Mann, oh Mann. So, und das hier haben wir vermutlich auch schon mal gemacht. Ja, also alles andere wäre reichlich unlogisch. Der erste Anhaltspunkt wäre jetzt eigentlich die Porträtpasswörter und... Das Ganze gefolgt von, ja gut, das hat echt gar nichts gebracht. Also da können wir übrigens auch noch rein, ich weiß aber nicht mehr genau wie. Die Porträtpasswörter, beziehungsweise erst Seidenschnabels Flugstunden und dann die Porträtpasswörter zu machen, das wäre jetzt die logische Herangehensweise. Aber ich habe fast das Gefühl, dass ich da wieder mal fett drauf scheißen werde, weil ich hier gerade einfach Spaß habe, ein bisschen rumzueiern. So, dann haben wir offenbar schon irgendwann mal seiner Boden beraubt. Die hier sind auch schon angezaubert. Oder das Spiel buggt. Lass es hoffentlich das Richtige von beiden sein. Ach, sei doch mal ruhig, du. An der Stelle würde ich mal gar nicht so große Töne spucken. So, hier, das ist nämlich, ne? Ihr werdet euch erinnern, das haben wir schon gemacht. Jetzt die Frage, ob dahinter nochmal die dummen Viecher sind. Ja, die sind tatsächlich nochmal da. Ich glaube, mit denen schlage ich mich dann aber nicht rum, jetzt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Da sehe ich dann nicht so die Begründung für. Ich habe echt alles vergessen. Das beeindruckt mich gerade sehr. Hier wird nämlich auf jeden Fall ein Elastofeld freigeschaltet. Da bin ich mir sehr sicher. 100% sicher. Ja. Niemals habe ich Kokain genommen oder... im Oval Office mit meiner Praktikantin Sex gehabt. Das schwöre ich auf meine Familie und auf mein Präsidentenamt. Und so habe ich auch hier nie mit unseren Mumpitz veranstaltet. Es ist vielleicht dieses Gerät. Da
Das weiß ich leider nicht mehr so ganz genau. Lumos! Oi, fuck, ey. Ich vergesse wirklich sehr schnell alles, fällt mir gerade mal auf. Hier ist noch so ein Gerät. Die Frage ist, wofür ist das Lumos gut? Mhm. Ja, ich denke mal, wir werden das Lumos nochmal neu aktivieren müssen. Nachdem wir unseren Frust an diesem Rittersmann ausgelassen haben. Was steht der da auch rum? Soll sich deine Freundin suchen. Blöd Mann. So, die Viecher hier bringen uns halt ein paar Bühnchen. Hier, das ist ein sehr fieses Rätsel. Diese kleineren Gerätschaften, die habt ihr gerade schon zwei voll zumindest gesehen. Den einen hatten wir da, da ist einer. Hast du das von Professor Lupin gehört? Er soll ein Werwolf sein. Nee, halte ich für ein Gerücht. So, und da rechts ist auch nochmal einer hier an dem Wändchen. Und ich habe als Kind, habe ich sehr lange gebraucht, um dieses Rätsel zu verstehen und zu lösen. Werden wir aber gleich alles machen. Aber das Lumos-Ding interessiert mich gerade viel mehr, weil ich bei dem Rätsel noch weiß, wie es grob funktioniert. Außerdem hat es am Ende dann doch halt den üblichen Anspruch an 10-jährige Kleinkinder, dem ich halt dann doch irgendwie gerecht werden kann, wenn ich mich sehr konzentriere. Rennen, Harry. Ja, rennen. Ich meine nämlich auch, dass das hier drüben irgendein Bereich freischalten würde. Ist das sogar das Feld? Ja, genau. Sag ich doch. Hier ist ein Feld und da ist nämlich so eine Karte. So, das ist die 34 und das Geheimnis 5 von 6, das wir hier draußen haben. Natürlich habe ich überhaupt keinen Plan, was für eine Form von Karte das gewesen sein könnte. Der hier wahrscheinlich. Violette Riesenkröte, liebt tote Fliegen und andere Insekten und eine lange grüne Zunge. Der war es bestimmt. Nee, das kann wirklich sein, dass es diese Karte war. Weil die kannte ich noch nicht. Keep my fingers crossed. Ja, aber dann lösen wir jetzt mal eben hier das Rätselchen, weil ich denke mal, ihr seid alle auch sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, wie das überhaupt funktioniert. So, wir müssen einen Adler finden. Bist du der Adler? Nee, du bist der Löwe. Du bist der Fisch. Oder was? Oder wie, oder was? Dann ist der Adler... Oh, das ist echt immer sau eng vom Timelimit her. Man sollte am besten wissen, wo was ist. Hier ist der Adler. Gut, merken wir uns. Adler. Dann der Löwe ist da links hinten dahinter. Das hier ist der Bär. Baloo, der Bär. Ich frage mich, wie kommt die denn hierher? Und dann haben wir da noch einen. Noch ein Stöpsel. Ich finde mein Stöpsel nicht. Stöpsel! Ach da, hier, das ist nämlich die Schlange. Das falsche Teil ist auch positionsgetreu zu seinem Tier, was symbolisiert. Das ist das Einzige, was auf dem Kopf steht, um mich quasi zu verarschen. Um mich reinzulegen, um eben Spielchen mit mir zu spielen. Fies! Geh mal aus dem Weg. Ich muss meinen Zug kriegen. Springen wir hier rüber. So, jetzt müssen wir nämlich zurückrennen. Und ich meine, wir müssen das Ding dann bezaubern. Ne, wir müssen hier nur drauf. So, wir müssen zur Schlange. Die ist ja hier links um die Kurve. Ist halt timertechnisch auch immer sauknapp. So, das hat funktioniert. Dann kommt das nächste, der Löwe. Der ist ja hier. Und zu guter Letzt der Bär. Und der ist hier drüben. Und ich weiß, dieses Rätsel erscheint jetzt sehr simpel. Aber es war tatsächlich schwer. Verdammt schwer, wie ich fand. Und das ist der Phönix, wenn ich mich da mal nicht sehr täusche. Ja, der Phönix mit der Nummer 16. Da schauen wir doch direkt mal rein. Da. Phönix. So, zack, zack, zack. Phönix. Der sanfte Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Sein Gesang ist magisch und seine Tränen wohnt eine mächtige Heilwirkung inne. Haben wir am eigenen Leib erfahren, zumindest theoretisch gesehen. Den zweiten Teil haben wir leider nicht spielen können aufgrund von Problemen mit meinem Rechner. Deswegen spielen wir den dritten. Also ich hätte sowieso beide dann Wände gespielt, weil der dritte ist schon der beste. Aber um auf mein Thema zurückzukommen.
Es ist ja so, dass diese Phönix-Tränen den jungen Mr. Potter in Teil 2 vor einem schmerzhaften Tod durch Basiliskengift bewahren, den man halt dann doch keinem wünscht. Tja, die Sache ist die, wir haben hier noch irgendwo ein Geheimnis offen und ich habe keinen Plan mehr. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Sehr lässig. Gut. Freunde, 6 von 6. Ein dickes Checkzeichen hinter dieser Bereiche hier. Weg damit. Tschüss. Scheiße. Diese Mauer ist zu hoch für mich. So wie der Unterricht der 6. Klasse. Der 2. Nee, welche Klasse bin ich denn nochmal? Irgendeine Klasse wird es gewesen sein. Ah, guck mal, Kesselkuchen. Habe ich die noch nie abgeholt? Nee, das kann nicht sein. Finde ich aber nicht uncool, muss ich zugeben, dass man diese Items nicht tausendfach zerstören kann und abklappern kann, weil das nervt irgendwann. Also mich, der halt immer alles abgrasen will, nervt das sehr. Einer der Gründe für mich, warum ich Diablo 3 von allen Diablos am allerwenigsten mag, weil es eben nicht die Möglichkeit gibt, es zu 100% durchzuspielen. Diese Karte verändert sich immer wieder. Du kannst theoretisch jedes Mal hin und nochmal zurück und also ein Schwachsinn. Das nervt. Du kannst es halt nicht perfekt abschließen. Du kannst jede Karte 70 Mal durchforsten und noch ein besseres Item finden. Und vor allen Dingen nochmal ganz andere Gegner besiegen. So, wir müssen gewinnen. Ganz einfach. 5 Strecken und damit verbunden 5 Karten. Die letzte war als Kind auch sehr, sehr schwer. Wir reiten jetzt Hallo, auf dem Hippogreif. Wohl wieder auf dem Hippogreif reiten, was? Wenn es keine Umstände macht. Nein, überhaupt nicht, Harry. Ja, Harry, verschwinde. Wie ging das nochmal? Mit Leertaste, hoffe ich. Ja, schon. Genau so. Also, genau, und nochmal zur Erinnerung. Die obere Zahl ist die, die wir erreichen müssen. Jeder Ring gibt uns 100 Punkte. Geschafft. Ist richtig. Und am Ende, wenn wir das halt überboten haben, dann kriegen wir eine Sammelkarte dafür. Und die suchen wir aktuell verzweifelt. Die hängen nämlich mit unserer Riesterrente zusammen. Muss man privat vorsorgen. Und das geht halt in Sammelkarten am besten. Also letztendlich, unterm Strich gesagt, ist es wahrscheinlich sowieso nicht viel mehr wert, die Riester-Rente als Harry Potter-Sammelkarten. Aber das ist politisch-kritischer Gedanken, die nicht auf den Rücken eines wunderschönen Hippogreifs gehören, wie wir ihn hier vorfinden. Seidenschnabel, eine Zierde seiner Art, aber es macht auch wirklich Spaß. Also, ich weiß nicht. Ich meckere ja sehr, also ich bin ja sehr zynisch mit diesem Spiel, aber ich kann euch sagen, es ist echt ein sehr, also sehr, sehr schönes Spiel. Macht wirklich richtig Spaß, auch nach all den Jahren noch. Und auch wenn ich viel meckere, glaubt's mir nicht, es ist cool. So, und vor allen Dingen, das war sehr beeindruckend von mir. Gut gemacht, Anton. Danke, Toni. Jetzt langsam kriege ich echt Angst vor mir selbst. Gut gemacht, Harry. Und die Sammel... Hast du auch bekommen. Ja, danke, Hagrid. Sie würde ich eigentlich ganz gern sehen, aber kann ich leider nicht. Wir machen einfach mal weiter. Viel Glück, Harry. Hallo, Harry, willst du wieder auf dem Hippogreif reiten? Was? Hab ich ja noch. Das könnte ich mir als Wecker machen. Kenne ich auch fürs Leben auswendig. So, wir haben eben, ich will es ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich tue es trotzdem, weil. Genau. Weil ich habe eigentlich keine Angst davor, dass es dann nicht gelingt. Wir haben eben eine perfekte Runde hingeliefert und deswegen habe ich jetzt auch erstmal konsequenterweise, als ich es angesprochen habe, einen Ring verpasst. Weil es muss so. Genau so. Ich meine, perfekte Runden sind ziemlich langweilig. Man hat aber auch nur im letzten Kurs, da muss man halt wirklich irgendwie bis auf 3 alle erwischen. Ansonsten ist es recht easy. Haben wir ja immer gesehen. Also das war jetzt nicht so das Hauptproblem. Autsch. Ich habe mir wieder alles gebrochen. Dieser Ton auch, ey. Das könnte so schön... Könnte aus dem Bud Spencer-Film stammen, wenn sein Schnabel irgendwo gegenknallt. So, und schauen wir es da hoch. Ja. Sehr gut, sein Schnabel. Hat es gehört? Das ist echt wunderschön, dieser Ton. So, wir sind, ja, doch, wir müssten jetzt nochmal 11 Stück erwischen. Der letzte zählt natürlich auch.
Also wäre es jetzt noch 9 Stück, um hier mit dem Angeforderten gleichzuziehen und dann hätten wir unsere Sammelkarte. Ja, so ist aktuell so. Sehe ich das nicht in Gefahr, aber man kann ja nie wissen. Ihr merkt auch, dass die in der Länge halt ein bisschen variieren, diese Kurse. Das hängt dann mit den höheren Punktzahlen zusammen und damit die gesteigerte Schwierigkeit und all sowas. Aber vom Designtechnischen finde ich die Strecken gar nicht schlecht. Wäre halt schön, wenn man hier auch ein bisschen langlaufen könnte, ne? Das hätte ja noch einiges gehabt für den Charme von diesem von Hogwarts, wenn du halt viel, wenn du noch ein bisschen mehr von den Ländereien auch hättest sehen können. Aber leider nein. Sauber! 4500 von geforderten 4000. Das heißt, eine Sammelkarte. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Ja, offenbar. Zu Recht. Gut, jetzt kommen wir langsam in die etwas schwierigeren Regionen. Also bei der 5. will ich nicht mehr ausschließen, dass ich vielleicht sogar noch einmal verkacke. Seht ihr, wird auch immer ein bisschen schneller, der Seidenschnabel. Also am Anfang hat er sich ja noch gesteuert wie ein Trabi. Mittlerweile ist es dann doch eher Herbie. Kirby, Entschuldigung. Am Ende geht er dann ab wie der neue Enzo Ferrari von Michael Schumacher. Auch wenn er ihn aktuell nicht fahren braucht. Aber vielleicht ist er ein Krankenhausbett. Ja, auch Ferrari-förmig. Aber nein, ich habe einen verpasst. Das ist direkt die Rache. Aua. Und die Nase gebrochen habe ich mir auch noch. Das ist direkt die Rache, wenn man über den Schumacher spöttelt. Was ich eigentlich auch schade finde. Also, das ist ein toller Mann. Dieses Rennen widme ich also Michael Schumacher. Ey! Sehr gut, Seidenschnabel. Los. Okay, uns fehlen jetzt noch 2000. Sollte machbar sein. Wir haben bisher, glaube ich, einen verpasst oder zwei. Aua. Autsch. Der scheuert sich aber hier auch. Diese Pfeiler, die machen es echt schwierig. Wird aber knapp eigentlich. Also je nachdem, welche Strecken... Alter, hallo, nein. Scheiße. Den hätte ich gerne mitgenommen. Alles klar. Also jetzt sollen wir am besten mal keinen mehr verpassen. Ah, doch, müsste aber gehen von der Streckenauswalzung her. Genau so. Genau so. So, 800 und zack, da haben wir es geschafft. Gott sei es gedankt, wir müssen es auf jeden Fall nicht nochmal machen, aber es ist nicht so viel. Genau so. Vorsprung, also 300 ist schon recht wenig. Naja. Ja, tendenziell rückläufig unser Vorsprung. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Ich schätze mal, dann wäre es 4700, 5700, 6700. Weil das da haben wir auf jeden Fall einen perfekten Kurs gelegt und beim ersten Mal, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich denke doch. Jetzt wird es aber wirklich ein bisschen schwieriger. Jetzt ist der letzte und der rote Kurs und ja, der hat es halt wirklich ein bisschen mehr in sich. Siehst du, da habe ich auch schon mal eins verpasst. Ja, so und das ist bei dem Kurs wirklich nicht so gut. Oben drauf bin ich ja noch rot-grün farbenblind. Das macht richtig Spaß. Was halt sehr nervig ist in diesen Kursen, also das ist vielleicht auch Game Design technisch wäre das verbesserbar gewesen oder besser umsetzbar gewesen, sagen wir es mal so. Das Problem ist, man kann die nicht abbrechen. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiß, ich habe verkackt, dann ist das schön, aber das interessiert das Spiel nicht. Ja, so ist ganz im Gegenteil. Das Spiel sagt dann, ja, fahr mal zu Ende. Deine Runde. Und ich finde, das ist so ein bisschen, dieser Kurs hat ein bisschen was von der Strecke in Teil 4 allerdings, in der man, also zumindest im Film, in der man vor dem Drachen abhaut. Und ich frage mich, ob die da vielleicht beim Spielen ein bisschen reingeguckt haben, um zu merken, hey, das ist eine gute Idee. Aber vielleicht irre ich mich da auch, weil ich habe den 4. lange nicht gesehen. Ich finde den nämlich wirklich zu Gott. Alles klar.
Also wirklich, also die Harry Potter Filme waren jetzt alle nicht so großartig, aber der vierte, der war für mich der allerschlechteste. Der dritte dafür der allerbeste. Ich glaube, mit der Meinung stehe ich auch gar nicht so alleine da. Dritte war wirklich gut. So, uns fehlen immer noch 1600. Wir haben bisher einen verpasst. Ihr merkt also, das ist wirklich eine etwas engere Kiste hier. Den nehmen wir mit. Oh! Uiuiui, jetzt sind wir fast schon echt erschrocken. Den da unten. Sehr gut, Seidenschnabel. So, und dann hier so. Oh, das wird aber knapp, du. Alles klar. Dann kommen wir vielleicht gerade so raus. Da hinten ist er. Ah! Scheiße! Hab ich nicht gesehen. Ah, doch, es reicht. Puh! Ja! Ja, es reicht. Aber auch gerade so. Und es wären mehr als 5700 gewesen. Okay, ich habe wohl... Meine Rechnung geht nicht auf. Boah. Puh. Hast es geschafft, Harry. Hast alle 5 Karten des Satzes gewonnen. Komm bald wieder und versuch deine Rekorde zu brechen. Da hat man jetzt halt wirklich... Das ist einer der wenigen Spielelemente, wo du wirklich die Möglichkeit hast, wirklich das immer und immer und immer wieder zu machen. Wenn du da richtig Bock drauf hast. Der einzige... Open-World-Spielaspekt vielleicht sogar. So, und da wird man als Dank unsanft rausgeworfen. Das ist Erziehung. Was haben wir? Noch 43 Sekunden. Können wir mal in die Sammelkarten reingucken, bevor wir dann gleich die nächste Folge beginnen. Drachenbildkarten, die waren sich ganz sicher. Der zweite ist der schwarze Herbide. Schwarzer Hebride. Hebride meine ich natürlich. Großbritanniens andere Drachen ist aggressiver als die walisischen Verwandten und ernährt sich von Wild. Große Hunde sollen aber auch auf dem Speiseplan stehen. Wir haben auch den ungarischen Hornschwanz. Der ungarische Hornschwanz, der wohl gefährlichste Drache aller Drachenrassen, kann bis zu 15 Meter weit Feuer speien. Wir haben den rumänischen Langhorn, der rumänische Langhorn. Die Hörner dieser Drachenart werden für Zaubertränke hoch geschätzt. Aus diesem Grund ist ihre Zahl in den letzten Jahren auch stark rückläufig. Sowas wie die Elefanten der Drachen. Die Drachenfanten. Ja. Anhalten. So, und zu guter Letzt der norwegische Stachelbuckel, eine Artgenosse, den wir kennenlernen in den Harry Potter Filmen oder auch Spielen, ist Norbert, der Drache von Hagrid. Der norwegische Stachelbuckel, der Stachelbuckeldrachen, gibt den Stachelbuckeldrachen gibt es heute nur noch selten. Er greift die meisten Arten von Landsäugetieren an. Ich hätte fast schwören können, dass das nicht das richtige Folio Universitas Gerät war. Andererseits, die Kobolde waren sicher nicht. Also beziehungsweise die Trolle und die... Moment. Das sind... Zyklop, Borhol, Tengis, Goliath, das sind halt so Gefiecher. Und das sind Kobolde, hier. Und das sind... Vampire. Und das sind Quidditch-Spieler, die müssten wir aber alle schon haben. Ja, übrigens nochmal gesagt, das ist das erste Harry Potter, in dem es leider keinen Quidditch-Teil gibt. Dafür gab es dann extra Spiele. Die gab es, glaube ich, schon vorher, aber da hat man dann sich entschieden, so, okay, das ist eine extra Serie, da holen wir Geld raus. Wir holen auch Geld raus, und zwar in der jetzt kommenden Werbung, die ihr mit einem ganz simplen Klick umgehen könnt, indem ihr den Tab beendet. Aber dann kommt vielleicht ja vor dem nächsten Video wieder Werbung und das könnt ihr zwar auch mit Tab-Klicken beenden oder mit einem fiesen, bösen Adblocker, der tötet Bohnen. Das ist euch wahrscheinlich egal. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nee, aber jetzt ist erstmal auf jeden Fall Folgenwechsel und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der schon längst weg, frei und vermutlich am Strand liegt, während wir uns abrackern für Sammelkarten. Tschüss.